Relay, Test und Tutorial. In diesem Video haben wir die Bitcoin-Only-App aus der Schweiz für euch unter die Lupe genommen. Und das erwartet euch in dieser Review zu Relay. Wir haben uns natürlich die App installiert, eine eigene Wallet angelegt, das KYC-Verfahren unter die Lupe genommen und uns die weiteren Features der App angesehen. Zusätzlich werfen wir noch einen Blick auf die Gebühren bei Relay und wir haben uns natürlich eure Nutzerbewertungen angeschaut. Und wenn du bereits Erfahrungen mit Relay gemacht hast, dann nutze jetzt diesen Link hier, um deine Rezension zu verfassen und damit mitzuhelfen, den Cryptospace besser und sicherer zu machen. Relay ist eine im Jahr 2020 in der Schweiz gegründete Plattform, auf der man ausschließlich Bitcoin erwerben kann. Der Anbieter punktete in der Vergangenheit durch den Verzicht auf das Know Your Customer-Verfahren, auch KYC genannt. Dieser Pluspunkt wurde durch die regulatorischen Anforderungen der Schweiz gestrichen. Stichtag ist der 31. Oktober 2024. Ansonsten ist die App recht schnell installiert und das Anlegen eines Bitcoin-Sparplans ist über die Auto-Invest-Funktion sehr einfach möglich. Positiv ist das Anlegen einer eigenen Bitcoin-Wallet. Mit der aus 12 Wörtern bestehenden Seedphrase hat man die alleinige Hoheit über seine Bitcoin bzw. seine Satoshi. Nach eigenen Angaben hat die App mehr als 100.000 Nutzer und es wurden in der Vergangenheit mehr als 400 Millionen US-Dollar über die Plattform investiert. Wir starten mit den Zahlarten bei Relay. Diese werden übersichtlich angeboten, wenn man Bitcoin kaufen möchte und es gibt 3 Möglichkeiten. Erstens Banküberweisung, also SEPA. Zweitens Visa oder Mastercard, also Kreditkarte. Und drittens Google Pay. Einzahlungen von Stablecoins oder anderen Kryptowährungen außer Bitcoin sind nicht möglich. Dafür bietet Relay noch eine Lightning Wallet an, auf die man seine Bitcoin ganz einfach swappen und dann nutzen kann. Wenn ihr Bitcoin abheben oder versenden möchtet, dann könnt ihr ganz einfach den QR-Code der dazugehörigen Bitcoin-Adresse scannen. Vom Computermonitor hat das nicht funktioniert, vom Handy-Display war es kein Problem. Die Höhe der Gebühren bei Relay ist unterschiedlich. So gibt es zum Beispiel eine permanente Sonderaktion für gebührenfreie Satoshi-Käufe. Einmal pro Monat steht jedem Nutzer ein Bitcoin-Kauf in Höhe von 25 bis 100 Euro gebührenfrei zur Verfügung. Das gilt allerdings nicht für Sparplankäufe. Abseits von dieser Sonderaktion sind Bitcoin-Käufe auf Relay allerdings überdurchschnittlich teuer. Die Grundgebühr für Bitcoin-Käufe liegt bei happigen 2,5%. Beim Verkaufen von Bitcoin sind es auch immer noch stolze 2,0%. Im Vergleich zu anderen Kryptobörsen, die probieren, sich hier bei der Nachkommastelle zu unterbieten, fällt das hier schon sehr deutlich negativ aus dem Rahmen. Doch man kann die Gebühren senken auf bis zu 1,0%, wenn man alle angebotenen Rabattmöglichkeiten nutzt. Dazu gehört zum Beispiel die Sparplanfunktion. Reduziert die Gebühren um 0,5%. Der Empfehlungscode, wenn ihr einen nutzen möchtet, wir weisen gleich nochmal auf unseren hin, spart ihr nochmal 0,5% und bei einem Auftrag größer als 100 Euro oder 100 Schweizer Franken spart ihr nochmal 0,5%, sodass die mögliche Endgebühr bei 1,0% liegt. Auch das immer noch vergleichsweise sehr hoch, sehr teuer. Und bis auf die Sparplanzeile gilt dieses Rabattmodell auch für die Verkäufe von Bitcoin, dass ihr hier von 2,0 auf 1,0 runterkommt. Aber auch das ist vergleichsweise teuer. Bei Zahlungen mit Kreditkarte werden nochmal 3% Gebühren fällig. Das gleiche gilt für Google Pay. Und so landet man im schlimmsten Fall bei satten 5,5% Gebühren für einen Bitcoin-Kauf. Und wenn du jetzt direkt deine ersten 0,5% sparen möchtest, dann nutze jetzt direkt unseren Empfehlungscode BTC Echo. Und mit diesem Link hier kommst du direkt zur Relay-App. Normalerweise gucken wir ja bei unseren Reviews zu Börsen und Brokern immer, welche Coins und Token es dort zu handeln und zu kaufen gibt. Da es sich bei Relay um eine Bitcoin-Only-App handelt, gibt es dort natürlich nur Bitcoin, dafür aber reichlich davon. Relay ist grundsätzlich ein seriöser Anbieter mit Sitz in der Schweiz. Und durch das Erstellen deiner eigenen Wallet liegt die Hoheit über deine Bitcoin und Satoshi bei dir. Die App selbst muss mit einem 4-stelligen PIN-Code entsperrt werden. In der App werden deine Bitcoin und Satoshi in einer Hot Wallet gelagert, aber du kannst sie jederzeit abheben auf eine Hardware Wallet zum Beispiel oder auf eine x-beliebige Bitcoin-Adresse deiner Wahl verschicken.
Bei Fragen oder Problemen kann man den Support ganz einfach via Chatbot auf der Webseite oder in der App erreichen. In unserem Test haben wir innerhalb von weniger als einer Stunde eine kompetente Antwort erhalten. In Sachen Benutzerfreundlichkeit kann Relay ganz klar punkten. Sobald man die App installiert hat, kann man im Prinzip innerhalb von wenigen Minuten damit beginnen, Bitcoin zu kaufen oder zu verkaufen. Alle Funktionen sind leicht zu finden und im Prinzip selbsterklärend. Die Verifizierung, die war in unserem Test leider nicht erfolgreich, weil die über das Handy geortete Büroadresse leider zu stark von unserer tatsächlichen Wohnanschrift abwich, aber das sollte für euch zu Hause ja kein Problem darstellen. In Sachen Features ist die Relay-App als Bitcoin-Only-Broker natürlich überschaubar, aber trotzdem gut gemacht. Man kann Bitcoin kaufen, verkaufen und abheben. Zu Gefallen weist die Übersicht deine Investition, die auch den aktuellen Gewinn oder Verlust sowie den durchschnittlichen Kaufpreis anzeigt. Des Weiteren gibt es eine praktische Sparplanfunktion, die wöchentlich oder monatlich einen automatischen Bitcoin-Kauf in der vorher festgelegten Höhe durchführt. Damit ist ein ganz entspanntes DCA in Bitcoin möglich. Zusätzlich gibt es auch noch ein Referral-Programm mit einem persönlichen Empfehlungscode. Unserer lautet, wie gesagt, BTC Echo. Sehr schön ist auch die integrierte Lightning Wallet, die man direkt mit seinen Satoshi von der Bitcoin Wallet aus befüllen kann. Und jetzt im Tutorial gehen wir die Installation der App und die wichtigsten Features einmal durch. Wir scannen den QR-Code von der Webseite, um direkt zu einer sicheren Version der Relay-App zu gelangen und installieren uns jetzt die App. Wir öffnen die App und unsere Antiviren-Software sagt uns, Relay ist sauber. Das haben wir auch nicht anders erwartet. Wir erstellen jetzt ein Konto, wählen unsere Sprache aus, unsere bevorzugte Währung. Und den Empfehlungscode haben wir jetzt noch nicht. Dann eine PIN. Da könnt ihr am besten eine etwas sicherere auswählen, als wir das jetzt hier in diesem Test tun. Wir akzeptieren die Nutzungsbedingungen und unsere Wallet wird erstellt. So, das stimmt nicht. Die Identität muss überprüft werden. Wir kriegen es auch direkt eingeblendet. Bitte verifiziere deine Identität. Und das Ganze vor dem 31. Oktober 2024. Wir gehen das jetzt einmal durch und wir wollen uns jetzt verifizieren. Level 1 freischalten und da werden wir jetzt auf unsere 12 Wörter Wiederherstellungsphrase hingewiesen. Wir haben das alles gelesen und verstanden und hier sind unsere 12 Wörter der Wiederherstellungsphrase. Diese notieren wir uns jetzt sehr sorgfältig und verwahren sie sicher. Und wir werden im nächsten Schritt gebeten, alle 12 Wörter in der richtigen Reihenfolge noch einmal einzugeben. Wir geben alle unsere 12 Wörter der Wiederherstellungsphrase der Reihe nach ein, überprüfen das Ganze und alles passt. Damit sind wir Level 1 verifiziert und haben ein gewisses Limit, aber wir müssen auch Level 2 freischalten, um den Anforderungen, den regulatorischen Anforderungen der Schweizer Behörde gerecht zu werden. Und das gucken wir uns einmal an, was hier verlangt wird. Das wurde auch gerade schon eingeblendet. Wir starten mit der E-Mail-Adresse. Wir wählen den Personalausweis aus und machen Fotos davon. Dann wird unser Gesicht gescannt. Der Scan war auch erfolgreich. So, damit sind unsere persönlichen Daten erfasst. Es geht weiter mit AML-Fragen, Anti-Money-Laundering, Anti-Geldwäsche-Gesetz-Fragen. Und jetzt kommt der Punkt, den wir nicht vollständig durchführen konnten, weil unsere Büroadresse zu weit von der tatsächlichen Wohnadresse entfernt ist. Da oben wird es angezeigt. Die eingegebene Adresse und dein aktueller Standort sind zu weit voneinander entfernt. An dieser Stelle haben wir dann den Verifizierungsprozess abgebrochen. Für euch zu Hause sollte das kein Problem darstellen. So, wir kriegen noch einmal angezeigt, welche Punkte der Level 2 Verifizierung wir freigeschaltet haben. Die E-Mail-Verifizierung, die ID-Überprüfung und das Anlageprofil. Überprüfung der Adresse und Überprüfung der Telefonnummer steht noch aus, damit wir hier wirklich allen regulatorischen Anforderungen der Relay-App gerecht werden. Ansonsten ist ab dem 31. Oktober 2024 hier wahrscheinlich kein Handel mit Bitcoin mehr möglich. Aber auch unabhängig von der finalen Verifizierung können wir uns die wichtigsten Features der Relay-App einmal angucken. Ganz vorne natürlich Bitcoin kaufen. Man kann hier vorgefertigte Zahlen nutzen oder selbst etwas eingeben. Jetzt kann man aussuchen, ob man einmalig oder regelmäßig kaufen möchte. Wir entscheiden uns hier für einmalig in diesem Test.
und wollen per Banküberweisung bezahlen. Dazu muss man seine IBAN eintippen. Ansonsten gibt es noch die Kartenzahlung. Da muss man die Daten seiner Karte eingeben. All das nichts Besonderes. Oder man geht auf Google Pay. Achtet hier immer auf zusätzliche Gebühren. Jetzt gehen wir einmal auf den Sparplan. Wir haben monatlich ausgewählt und auch hier im Prinzip dieselben Funktionen. Wie möchtest du dein Geld in diesen Sparplan einzahlen? Egal, ob das wöchentlich, monatlich oder einmalig ist, das Prozedere der Einzahlung ist immer das gleiche. Dann gucken wir uns im Profil einmal um unter den Einstellungen, was es hier alles gibt. Die Sprache können wir einstellen, die Währung können wir nochmal ändern, die Einheiten, ob Bitcoin oder Satoshi, können wir ändern. Zahlungsmethoden können wir Karten hinzufügen und eine Bankadresse. Wir können die Push-Benachrichtigung an- und ausschalten. Wir werfen einen Blick auf unsere Lightning Node ID. Wir können uns das kopieren, die Lightning Node ID. Ja, und wir können das Konto auch wieder löschen. Möchten wir aber nicht. Die App kann man noch synchronisieren. Hier gibt es Hilfe durch die Community oder per Chatbot. Hier werden nochmal die Gebühren übersichtlich angezeigt. Und hier geht es nochmal auf die detaillierte Gebührenseite. Hier können wir nochmal unsere Wiederherstellungsphase nachsehen. Wir können Touch-ID oder Face-ID aktivieren, unseren PIN-Code aktivieren oder ändern. Und wenn wir unten auf Wallets klicken, sehen wir einmal den Bitcoin- und Satoshi-Bestand unserer Wallet. Wir gehen einmal auf die Lightning-Wallet unten. Wir aktivieren sie. Und jetzt können wir unsere Lightning-Wallet benutzen. Wenn wir hier Bitcoin oder Satoshi hätten in dieser Wallet, könnten wir sie auf die Lightning Wallet verschieben. Unter Deine Transaktionen gibt es nochmal eine sehr übersichtliche Darstellung der Historie und oben unter Deine Investitionen, sehr schön zu sehen, auch nochmal der Gewinn und der Verlust bzw. der durchschnittliche Kaufpreis. Dann oben auf das Paket geklickt, sehen wir noch einmal das Prämienprogramm. Wir kriegen unseren Empfehlungscode hier einmal mitgeteilt und oben über die Sprechblasen geht es nochmal zum Support. Und damit haben wir eigentlich dann auch im Prinzip alle Funktionen dieser Relay-App einmal angeschaut. Zu guter Letzt noch der Blick auf eure Nutzerbewertungen und was ihr als Schwarmintelligenz von Relay haltet. Insgesamt habt ihr 204 Erfahrungen abgegeben, also das hat schon eine deutliche Aussagekraft. Und Relay kommt auf sehr starke 4,76 Sterne von maximal 5,0 möglichen. Damit ist Relay ganz weit vorne, was insgesamt Börsen und Broker betrifft bei uns auf der Review-Seite. Und ja, Platz 1 oder am höchsten gewertet ihr die Benutzerfreundlichkeit, da ist fast kaum noch Luft nach oben. Das Leistungsangebot wird trotzdem sehr hoch bewertet, obwohl es ja nur eine Bitcoin-Only-App ist. Und auch der Kundensupport, der sonst eher immer abgeschlagen ist, der bekommt von euch hier eine sehr hohe Bewertung. Ja, alles in allem Relay sehr stark von euch bewertet. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns jetzt gerne einen Daumen nach oben da, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.